wenn Sie denken, dass hier nur die Kinder zu tun haben mit den Rutschen, den Wasserspielen, den Trampolinen, den Ziegen und was es sonst noch alles gibt, dann haben Sie sich getäuscht. Hier gibt es nämlich auch einen botanischen Garten. Da können sich die Omis und die Schwiegermütter nämlich umtun. Denn die ganzen Kräuter und Blumen hier aus den Bergen, die werden alle hier ganz genau erklärt. Wenn Menschen glauben, sie müssen Kindern was beibringen, dann kommen sie doch bitte hierher. Da lernen sie wirklich Nützliches und Amüsantes, aber auch Schönes, zum Beispiel über Steine. Und das kann ich Ihnen ja zeigen. Was wissen wir denn über Steine? Nicht viel, außer dass sie hart und groß sind mitunter. Hier im Buch der Steine findet man all die Steine der Region. Basalt, Quarzgneis, Quarzphyllit, Diabas, Marmor, Karst, Zentralgneis, Knollenkalk. Und das Tolle daran ist, dass man sie hier auch alle noch sieht und man sie richtig anfassen kann. Hier, das ist der Chloritschiefer, das ist der Gneis aus dem Pinzgau, das ist ein bisschen weiter drüben, die Grauwacke hier, der Mergelstein und hier der Klammkalk. Herkunft Gasteinertal und da sieht man schön diese Zerklüftungen. Look at this photograph. Every time I do it makes me laugh. Why did our eyes get so red? Der Mensch ist doch immer wieder erstaunlich und faszinierend. Wenn der Berg eh schon 2000 Meter hoch ist, dann möchte man doch meinen, dass es dann reicht mit nach oben wollen. Nein, es reicht ihm nicht. Dann baut er noch hier einen wunderbaren, wunderschönen Aussichtspunkt. Da wollen wir jetzt rauf und dann genießen wir einen 360 Grad Ausblick über all die Berge. Im Hintergrund also Elmis Welt, die werden wir jetzt verlassen und wir werden schauen, wo es uns hintreibt. Ach übrigens, das hier ist ein E-Bike. Das hat elektronische Anfahrhilfe, mit der kommen auch dann weniger Geübte auf bergige Straßen. Ziemlich angenehm.